Ihr seid schon da. Wie schön, ihr wart schneller als KSP. Oh oh, das wackelt. Schön, dass ihr dabei seid. So. Gut, wir wollen Kerbal Spritz Station in den Orbit schießen. Also, den ersten Teil davon. So, Stage Only. Habe ich gelernt. Mhm. Oh, Flügel hätten geholfen. Und SRS-Module eigentlich auch. Websala. Das wird ohne SRS-Module nicht fliegen, oder? Oh, shit. Sorry. Wieso fällt mir das immer im letzten Moment auf? Okay, dann führen wir mal letzte Feinheiten durch. Und zwar... Da nach oben. So. Und zwar werden wir hier oben... das kurz abnehmen. Und... ein SAS-Modul, zwei SAS-Module hier anbringen. Sieht ja scheiße aus. Okay. Reduzieren wir auf eins. Schaut irgendwie blöd aus. Jetzt schaut aus, als hätten wir das oben überladen und das wäre es hier unten umsonst. Okay. Okay, dann machen wir das folgende. Dann nutzen wir dieses SRS-Modul dadurch, indem wir hier diese Solarpaneele anbringen. Super, jetzt sieht es aus wie ein Zahn, wie ein Zahnlücken oder sowas. Warum ist das tiefer? Naja, ist okay. Gut überdeckt, oder? Okay. Brauchen wir noch SRS-Module woanders? Ja, das wär vielleicht nicht schlecht, ne? Woanders, aber... das, woanders werden wir mit Flügeln lösen. So, Flügelchen, Flügelchen. Wir nehmen die Deluxe-Flügel, weil wir uns so Deluxe fühlen. Und die kommen dahin. Und die werden mal versetzt. So. Okay. Und dann brauchen wir noch Flügelchen hier. Zwei so. Ach, wisst ihr was? Machen wir vier draus. So, in jede Richtung. Hoffentlich brechen wir jetzt beim Start nicht irgendwo ab, aber was soll's. Okay. Und nochmal zwei Flügelchen. Hier. Die werden aber beim Start abreißen, ne? Okay. Dann machen wir es so. Okay. Safe und zurück zum Launch. Starten wir jetzt. Ja, das sind so Sachen irgendwie, keine Ahnung. Während des... ich gehe das dreimal nochmal durch, bevor wir starten. Und dann alles gut. Dann sind wir auf dem Startbett. Wenigstens fällt es mir an, bevor wir irgendjemanden in den Tod geschickt haben. So. Start von KSS 101. In 3, 2, 1. Feuer! Das ist ja zögernd. Sehr zögernd. Schalten wir auf Orbit. Aber wir fliegen gerade. Stage only. Solid Booster müssen wir im Blick behalten. Wie sieht es mit Fuel aus? Das ist schon leer. Oh, das wird gut leer gesaugt. Ui, vielleicht sollten wir ein bisschen langsamer machen. Sonst sind die Dinger leer, weit bevor die Booster leer sind. Ja, vielleicht ein bisschen langsamer wäre nicht schlecht. Aber langsamer, wir wollen nicht langsamer. Wir wollen schneller. Schneller. Ich habe natürlich auch keine Separator dran, die uns die einzelnen Stages ein bisschen wegschießen. Aber... naja. Das wird hoffentlich schon klappen. Okay. Und abspringen des Boosters jetzt. Wow! Okay, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Gerade habe ich es gesagt, wir brauchen Separator. Gut. Separator sind unter Utility? Nee. Engines? Ja. Da. Okay. Wo bringen wir die an? Separator sind dazu da, unsere kleine Stage hier mal ein bisschen auf Abstand zu bringen. So. Ja. Yep. Und auf der anderen Seite bitte auch. Gleiche Höhe, wenn es geht. Reichen zwei Stück pro Dings? Ich glaube es irgendwie nicht, aber es reicht ja, wenn sie so ein bisschen so wegkippen. Okay, gleiches Problem auf der anderen Seite. Nein. Nein. Ihr zwei seid da drüben zuständig.
Ja, das und ihr beiden. Alles klar. So, andere Seite auch. Okay. So, jetzt müsste alles funktionieren. Hoffe ich mal. Bin mir nicht ganz sicher, wo der Schwerpunkt von den Dingern ist. Ich schiebe es mal ein bisschen höher. Nicht übertreiben. Die Sache mit den Separatoren ist ein bisschen knifflig, weil... Sind sie zu hoch, passiert Folgendes. Die Separator boosten die Teile weg und die Unterseiten krachen ins Schiff rein. So. Schlecht. Sind sie zu weit unten, passiert das gleiche auf der anderen Seite. Sind sie perfekt in der Mitte, reicht der Schub nicht, um sie auseinanderzudrücken. Also sie müssen etwas weiter Mitte, etwas über der Mitte sein, sodass sie schon nach außen kippen, aber aufgepasst, so. Merkt ihr, die Innenseiten bleiben innen und nicht so. Zumindest das ist meiner Erfahrung nach. So. Okay. Start in 3, 2, 1. Feuer! Ja, soweit, so gut. Okay. Wir schieben gut, wir schieben gut, wir schieben gut. Okidoki. Das sieht doch mal nice aus. Ich mag es jetzt ein bisschen, weiß nicht, schicker aussieht. Das Auge ist ja schließlich mit. Oder fliegt ja schließlich mit. So. Wir werden dann auch gleich unsere Engines ein minimales bisschen drosseln. Weil letztes Mal haben wir den Fuel ein Tick langsamer verbraucht. Nee. Wir haben die letztes Mal gedrosselt und haben zu wenig verbraucht. Deswegen werden wir jetzt später drosseln. Ich glaube, bei jetzt ist ein guter Zeitpunkt. So. Auf was sind wir jetzt? 70%? Ich glaube, ich habe es jetzt zu doll gedrosselt. Nein, wieder zurück. 70% ist gut. Okay, und abspringen. Oh, irgendwas hat sie... Oh shit, uns hat sie Mammoth erwischt. Shit. Das ist übel. Moment, was ist hier los? Oh, oh, die Twins sind auch kaputt. Schande. Ich kann sie nicht mehr steuern. Die Separator war nicht gerade effektiv. Kommen wir trotzdem noch ins All? Okay, wir können es hochschaffen. Und das ganze Ding vielleicht... Oh Gott, wie sollen wir das Ding denn steuern? Machen wir das RCS vielleicht an? Vielleicht kriege ich es... Nee. Ist doch, es bewegt sich. Super, Dankeschön. Oh, Schande. Das ist alles noch voll hier. Wir müssen die vollen Tanks absprengen und dann mit der kleinen... Das kann ich ja vergessen, dass die klappen. Nee, 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 nee. Da müssen wir... Da brauchen wir mehr Separator. Das kann ich ja vergessen, dass die kleine Engine da, die... Wie heißt die? Die Pudel, das Ding auch irgendwie in die Orbit schießt. Also das ist ja... Das habe ich gemeint. Das war nicht ideal. Die Enden der Booster sind in die kleinen... Die kleine in die Twin Beers Bors reingekracht. Und naja, das war unerfreulich. Deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen. So. Okay. Das gleiche Problem werden wir dann mit den Bären auch haben. Nehmen wir mal. So. Das sind hoffentlich die richtigen. So. So. Okay. 2, 4, 6, 8 jeweils. Was kosten die Dinger? Ich will es gar nicht wissen, oder? Ah, 75. Gibt es zum Schnäppchenpreis. Okay. Safe. Launch. Ja, zum dritten Mal. Das waren Probeversuche. Das hat nicht gegolten. Das war Simulationen. So. Start in 3, 2, 1, Feuer! Okay. Es wäre vielleicht auch vorteilhaft, wenn ich ein bisschen vom Gas gehen würde beim Absprengen. Und dann, in dem Moment, in dem ich abspringe, Vollgas geben, damit die
abgesprengten Teile langsamer fliegen und wir durchflutschen, bevor sie zusammenkrachen. So ist die Idee. Ich könnte natürlich auch versuchen, mich zu drehen, wie irre, dass die Fliehkraft sich auseinanderschleudert. Aber das wird, glaube ich, das endet böse. Das endet, glaube ich, ziemlich böse. So, fangen wir mal mit der Inklination langsam an. So. Fuel. Stage only. So. Ein bisschen auf darauf achten, was hier in dem Tank drin steckt. So, Engines drosseln. Mehr drosseln. Und abspringen. Hat mich schon wieder erwischt, oder? Ja. Er hat mir die Tönbohrer schon wieder erwischt. Habe ich eine Möglichkeit, die irgendwie noch zu... Ich meine, ich kann mit dem ACS hier die Nase runterdrücken. Aber irgendwie haben wir jetzt das Problem, dass die halt nicht mit Fuel versorgt werden. Und das heißt, das hilft mir jetzt nicht großartig, dass die noch brennen. Weil die sind jetzt super schnell ausgebrannt. Und ich komme damit nicht in Orbit. Ich drücke da schon voll dagegen. Ihr seht ja, sieht das ACS hier düsen, aber... Jo, das war's, ne? Tschüsschen. Okay. Okay, ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Wenn alles nichts hilft, dann hilft eins. Nein, nicht cheaten. Mehr Struts. Und ein bisschen cheaten. Nee, Spaß. So. Wir verstratten das anständig. So, auch mit dem Hauptkörper. So, Punkt 1. Und Punkt 2, wir bedienen uns am Offset. Das ganze Ding kommt jetzt bitte ein bisschen... Jetzt wird es nach innen gemogelt. Ein bisschen nach oben. So. Das reicht. Ein Tick mehr vielleicht. Der mogelt mir das aus irgendeinem Grund immer ein bisschen rein. Ich weiß nicht genau wieso. So. Und entsprechend kommen die etwas nach unten. Und ein bisschen raus, bitte. Stimmt, ich könnte die ein bisschen rausziehen. Aber mehr geht nicht. Oh, jetzt schweben die ein bisschen. Nee, 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 das machen wir nicht. So. Die Idee ist, dass die jetzt praktisch... Ja, siehst du, jetzt ist die Spitze hier unten unter den Twin Boars. Sind die Boars oder Bears? Ich kann das irgendwie nicht lesen. Hier. Twin Boar. B-O-A-R. Boar. Wie Boring. Ja gut, Boring ist nur mit einem R. Spielt keine Rolle. Safe. Launch. Ab zum nächsten Start. Na, also ihr seht, der Spruch ungeschnitten ist wahrhaftig. So. Nee, deswegen habe ich ja die... Oh oh. Die Revert Flight Funktion drin gelassen, weil manchmal geht es einfach schief und da wird man pleite sonst. So. Start in 3, 2, 1, Feuer. Wow, was ist denn hier los? Wow, 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 wow. Wir haben die Engine hier verloren. Was war das? Nochmal. Wir sind da an irgendwas hängen geblieben. Ah, hier. Die da, seht ihr die? Durch das Verschieben ist die mir praktisch in den Tank reingerutscht. Das endet böse. Das kann nicht gut enden. Ja gut, das sind so Sachen, die... Weg damit. Das Ding sollte sich auch ohne halten. So. Ansonsten sehen alle gut aus. Ja. Ich meine, ich könnte sie ersetzen, indem ich das hier eins hinstelle. So. Okay. Flügel sind nicht im Weg. Nö, sollten es. Zwar knapp hier etwas, aber sollte okay sein. Ansonsten alles fit. Oh, die Flügel hier sind schief. Ach, gut, dass die keinen Einfluss haben, ne? So, okay. Safe, launch. Huh, ist das ein Theater, das Ding ins All zu kriegen? Also, im Vergleich dazu kann Kinderkriegen nicht so schwer sein.
Entschuldigt. So. Das Ding steht halt wirklich nicht stabil. Gut, zünden die Engines in 3, 2, 1, Feuer! Okay. Soweit, so gut. Schalten wir auf Orbit. Dam, 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 da, 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 da. Wir fliegen! Sind wir nicht wunderschön? Ja, ich habe frisch bemerkt, dass man mit den Pfeiltasten die Kamera steuern kann. Das habe ich bisher noch nie bemerkt. Haha. Entschuldigt. Ich habe meinen Spaß mit der Kamera. So. Stage only. So. Hier haben wir das Solid Fuel angezeigt. Und hier haben wir unser Liquid Fuel angezeigt. Dann fangen wir langsam mit dem Gravity Turn an. So. Drosseln der Engines auf 70%, habe ich gesagt. 70%. So. Und jetzt bitte diese Stage halten, bitte. Okay. Und abspringen, Feuer. Ernsthaft? Komm schon. Okay. Plan B. Letzter Versuch. Wir fliegen geradeaus hoch, senkrecht. Springen sie dann ab. Weil ich habe die Befürchtung, dass die obere praktisch das runterknutscht. 3, 2, 1. Wir schießen sie geradeaus hoch, sprengen sie ab und fangen dann erst mit dem Gravity Turn an. Wir verbrennen da zwar Unmengen viel mehr Sprit als eigentlich nötig, aber c'est la vie. So. Wir schießen da einfach mal ein bisschen senkrecht hoch. Stage only anzeigen. So. Ich habe es langsam so ein bisschen raus, was wir da genau... wann wir da genau mit dem Schub ein bisschen runtergehen müssen. So etwa bei 1200, 1000 Liquid Fuel in etwa. So, jetzt gehen wir mal auf 70%. So, das war ein bisschen zu. 70% ist so, genau. Seht ihr? Das reicht ziemlich genau. Genau. Und tschüss. Wieder. Und das Blöde ist, es reißt uns halt jedes Mal auch die Behemoth ab, ne? Und entsprechend ist da halt jetzt nicht mehr viel mit Lenken. Da haben wir nur noch die Pudel zur Verfügung. Und bis die Pudel uns da irgendwie in den Orbit schießt, oh, oi, 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 das kann ein Weilchen dauern. Oh, jo, die, jetzt sind uns die auch abhanden gekommen. Tja, gut. Ich schraube dann mal ein bisschen am Design. Und mit Schraub am Design meine ich, ich bringe da einfach mal Unmengen an Separators an. Das ist irgendwie... ich weiß auch nicht, warum die da... warum die da rumspacken? Was ist denn da los? Ernsthaft hier? Wieso kollidieren die denn damit? Mhm. So. Bei Sprit hätten wir ansonsten, wäre das Design ziemlich gelungen. So. Mehr? Das Sache ist, wenn wir die hier absprengen, werden wir das gleiche Problem haben. Lernen wir jetzt, müssen wir nicht später aus Fehlern lernen. So. Okay. Mehr oder weniger. Hm. So, wird schon taugen. Wird schon taugen, wird schon taugen, wird schon taugen. Was wäre vielleicht noch gut? Doch, das ist gut so. Okay. Safe. Und beim nächsten Mal schauen wir, dass es besser hinhaut. Wisst ihr was? Ich glaube, ich kann noch ein bisschen das drauf klatschen. So. Okay, bis ich mich hier mit den Separatrons mal ein bisschen austobe, könnt ihr euch einen Keks holen. Einen großen Keks. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffe ich mal, wenn es euch Spaß gemacht hat. Ihr dürft mir natürlich auch immer ein Däumchen da lassen. Ich freue mich tierisch. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch.